Komba war willkommen zurück bei Nier Automata und ja, 9S2B. Wir sind schon ein bisschen weitergekommen. Wir haben in der Wüste den Weg gefunden, um an den Ort zu kommen, wo wir das Foto machen sollten. Da bin ich ja im letzten oder vorletzten Video, bin ich hier vom Norden nach Süden runtergelaufen und war im Grunde genommen mit einmal einen ganzen Kreis gelaufen, wenn man so möchte. Ich bin auch nochmal hier außen rumgelaufen und dachte, ich kann den Sturm irgendwie stoppen. Ich bin dann nochmal hier entlang gelaufen, von Süden nach Norden. Und da gab es eine kleine Passage, wo ich dann zu so einer Art, ja, wo ich doch zu einer Oase kam. Und das war auch der Ort mit dem entsprechenden Foto. Und ja, jetzt erledige ich den Auftrag, die Raketen zu bergen. Hilfraketen für die versunkene Stadt zu liefern. Und wie ihr hier erkennen könnt, ist das eine der Hauptstories. In den Aufgaben habe ich aber auch noch immer noch das Foto-Ding drin. Ein Foto fehlt mir noch, das hole ich noch. Ich will diese Foto-Quest unbedingt loswerden. Ich habe die schon so lange drin. Und ja, ich hoffe, ich bin hier richtig. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gehen wir mal weiter runter. Taschenlampe haben wir auch im Start. Legen wir los. Nee, ich bin nicht an. Ja, ich erinnere mich, ich war hier, glaube ich, auch schon mal unten. Ja. Das leihen wir doch diesem Flüsschen entlang. Diesem Abflüsschen. Über Loot. Ich bin Loot. Kleines Gehglück gehalten. Das ist ein bisschen doof, das passiert mir ziemlich oft, dass ich aus Versehen der 9S anspreche. Oh, jetzt das Reißschatten. Leute, so geht das nicht. Wunderbar. Ein neuer Knotenpunkt. Versunkene Stadtküste. So, sind wir überhaupt richtig? Ich tue mich echt schwer mit der Karte. Und das Geile ist, ich habe letztens ein bisschen so gezockt. Das ist ganz klassisch, ohne aufzunehmen. Und war da im Widerstandslager und dann meinte einer, es gibt da da sitzen so zwei Typen mit so einem Metallhelm und so einem runden, was auch wie bei einem Maschinenwesen aussieht. Und dann meinten sie, ja, die Karte, wenn man die Karte unübersichtlich empfindet, ist das verständlich und so. Das seien aber halt Satellitenbilder und bessere Bilder gibt es da nicht. Und man soll es ja auch positiv sehen, oder kann es positiv sehen. Denn es animiert einen dazu, ja auch mehr zu erkunden. Das haben sie sehr geschickt eingebaut, denn diese Gedankengänge hat, denke ich, der ein oder andere, so wie ich auch. Ich hatte genau denselben Gedankengang auch, wo ich dann dachte, okay, die Karte ist scheiße, aber das kann nicht sein, das ist alles so gut durchdacht. Das ist in irgendeiner Art und Weise Absicht. Und ich bin mir sicher auch, dass das so ist, dass das Absicht ist. Man könnte natürlich sagen, dass der Text im Nachhinein eingepflastert worden ist, aber ich glaube nicht. Ich kann mich nur nicht erinnern, dass ich mit ihm am Anfang gesprochen habe, bevor Updates reinkamen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass das schon von Anfang an so auch in diesem Text drin ist. Und ja. Aber auf jeden Fall beweisen sie Humor. Selbstironie. Selbstironie macht immer sympathisch. Was auch wiederum ironisch ist. Also, dieser Umstand. Unterwasserstadt. Gleich treffen wir Kevin Costner. Die jüngere Generation sagt, what? Die mittel- und ältere Generation sagt, ja, schon. Ah, schön. Und
immer wenn man an der Pfütze steht, kann man angeln. Kann ich, sollte ich, will ich da reinspringen? Hallo? Hallo, sag mal. Wo bleiben deine Manieren? Ballert auf eine unschuldige Cyborg-Dame hier. Ja, ich kann mich so verlieren in die Automata, das ist nicht immer normal. Und ich bin mal gespannt, ob der Robin sich Nier Automata nun auf dem PC noch geholt hat oder nicht. Am PC ist es ja so, dass es da so ein paar Problemchen gab, technischer Art. Oder vielleicht sogar noch gibt. Es sieht so aus, dass stellenweise halt FPS sehr, sehr stark einbrechen, obwohl so manch einer mit einer Monsterkiste am Start ist. Und das irgendwie performance-technisch eigentlich eher im Code begründet liegt. Und ja, da gibt es auch einen Community-Patch. Den findet man auch in Steam. Ich habe das in einem der Comments reingeschrieben. Bei Bedarf, wenn der Bedarf ist, schreibe ich das nochmal. Oder schicke den Link. Ich soll mich mal wieder konzentrieren. Oder aber man kann auch, also wer jetzt das vielleicht noch nicht kannte, aber Nier eben auf PC hat und diese Performance-Probleme hat, ihr könnt einfach, ihr müsst Ambient Occlusion ausschalten. Und in den Fenstermodus wechseln. Diese beiden Maßnahmen sollen wohl ausreichen, um ja, dieses Performance-Problem, was viele haben, eben zu lösen. So, und ich bin vollkommen neben der Matte. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Genau, also Ambient Occlusion ausschalten und ja, in den Fenstermodus wechseln. Jetzt, wen das nervt und der sagt, ja, hallo, ich hätte gerne Fenstermodus, beziehungsweise randlosen Fenstermodus oder Vollbildmodus. Überhaupt kein Problem, ihr seid auf Nerd Universe. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr schaltet das Ding in den Fenstermodus und dann nehmt ihr eine Software, die ich zu lieben gelernt habe. Die nimmt schon ziemlich lange mittlerweile. Und die heißt Borderless Gaming. Gebt einfach Borderless, also wie rahmenlos. Das Gaming, also Borderless Gaming. Gib das in Google ein. Und das ist eine kleine Software. Kostet euch überhaupt keine Performance. Und die ermöglicht es euch, dass ihr Spiele auch, also viele, also ich sag mal, es klappt in 95% der Fälle. Und vor allem ist es für ältere Spiele, die keinen gescheiten, randlosen Fenstermodus anbieten. Also diesen Vollbild-Fenstermodus. Das ist der Modus, wo ihr dann einfach auch ohne Probleme raustappen könnt aus dem Spiel oder sogar mit der Maus direkt rausgehen könnt, ohne dass sich das Spiel minimiert. Und das Borderless Gaming, das, ja, das umgeht das. Ihr könnt es auch umgekehrt machen, also wenn ein Spiel irgendwie in einem komischen Vollbildmodus ist, der irgendwie, keine Ahnung, euch nicht gefällt. Das geht auch in die andere Richtung. Borderless Gaming. Okay, die Fundamente wurden zerbombt und als Folge dessen versinkt die Stadt. Auch krass einfach. Schaut euch, das ist doch heftig einfach. Schaut euch das an. Und vor allem auch das Gefühl, was man da hat, finde ich. Also, das ist so übelst friedlich einerseits und gleichzeitig auch übel einsam. Wunderbar. Und ich finde es auch sehr angenehm mit 9S als Charakter. Schaut mal, wann seht ihr mal eine KI euch so geschmeidig hinterspringen? Das ist übrigens etwas, was mir jetzt bisher noch gar nicht aufgefallen ist. Der 9S nervt nicht in dem Sinne, dass er irgendwie verschwunden ist und den Weg nicht findet oder so eine Scheiße. Er ist immer auf dem Punkt. Er ist immer da. Auch wenn er jetzt, glaube ich, gerade ins Wasser gesprungen ist. Ja. Ja, aber er verschwindet halt nicht. Er ist immer da. Kommt gescheit hinterher, auch wenn er jetzt zwei, drei Arschbomben ins Wasser gemacht hat. Aber ihr kennt das, also ne, es gibt genug Spiele, wo ihr verzweifelt und dann irgendwann entweder auf die Koop-KI scheißt, weil es dann einfach schon zu nervig ist. Oder aber halt ja, euch damit abstresst, die KI in irgendeiner Art und Weise zu bändigen. Dass ihr das tut, was ihr wollt.
Und vor allem halt, dadurch, dass er nicht selbst redet, was ich am Anfang vermisst habe, aber mittlerweile finde ich es ganz gut, verstärkt das ein bisschen das Gefühl der Einsamkeit. Er ist zwar dabei, aber ja, irgendwie fühlt es sich trotzdem an solchen Ecken dann einfach irgendwie friedlich einsam an. Friedlich einsam hat etwas Romantisches. So. Wundervoll. Natürlich, grafisch ist es nicht erste Sahne. Also sieht man an solchen Stellen auch, ja. Wenn ich das ganz genau angucke, aber ganz ehrlich, so wie jetzt einer in Steam eine Bewertung geschrieben. Es ist grafisch nicht top, aber man vergisst das mit der Zeit. Super. Und das ist schon so. Also ich vergesse das auch komplett. Also mir fällt es auch schon gar nicht mehr auf. Außer wenn ich jetzt halt eben so wie jetzt hier drüber rede. So. So, das Schweben darf bitte klappen. Fast angenehmer, aber so zu schießen. Jetzt würde mich auch wundern, wenn es jetzt hier nicht zu einem netten Kämpfchen kommen will. Wird aber mal mit der Zeit. Auch wenn ich heute irgendwie nicht in Form bin. Aber soll's. Oh, Schilde. Ah, das ist diese AOE. Da liegt doch schon die übergroße Blechdüse. Ich liebe ihre Bewegungen. Wunderbar geschmeidig. Da kommen noch einige. Ja, die verteidigen die Raketen jetzt. Leute, ihr wollt mich verarschen? Wäre auch enttäuschend gewesen, wenn das jetzt alles gewesen wäre. Tschüss, gerade noch. Nimm mal ins Target, bitte. Ich denke jedes Mal für ein Battle Gear Solid, wie an Battle Gear Solid, wegen diesem Klingelton. Fette Rakete. Yes. Es gibt wieder epischen Mech-Kampf. Ich liebe es. Ich mag keine reinen Boden-Mechs. Aber wenn sie fliegen können, dann habt ihr mich. Ich liebe das. Und das stammt immer aus der Zeit aus Zone of the Enders. Genau an dieser epischen Stelle enden wir jetzt. Und im nächsten Video geht es mit diesen beiden Schätzchen hier weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Das ist Nier Automata. Und wenn ihr das Spiel noch nicht gekauft habt,
kratzt eure Kohle zusammen und kauft es. Ohne Zweifel, kauft es. Bis zum nächsten Mal.